Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil, kurz erklärt. Heute geht es um den Strom, den mein Aquarium verbraucht, was mich das kostet, wie ich das gemessen habe. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, das Thema Strom ist unter anderem eins, was uns, ich sag jetzt mal, wenn wir angefangen haben, spätestens nach einem Jahr wieder einholt. Je nachdem, wann wir angefangen haben, je nachdem, wann die Ableseperiode ist, kommt dann, wenn man es nicht im Vorfeld, ich sag jetzt mal, richtig berechnet hat oder vielleicht auch nachgemessen hat, wie ich es jetzt hier in diesem Video getan habe, kommt das böse Erwachen, dann die Rechnung von den Stadtwerken bzw. vom Anbieter. Und war in meinem Fall eigentlich fast auch so und ich war erstaunt und habe dann im Endeffekt eine Nachzahlung gehabt, die sich so knapp an die 500 Euro betragen hat und war darüber echt erstaunt, weil ich dann halt ja eigentlich schon gedacht habe, dass ich im Vorfeld genug reingebuttert habe und dass die Erhöhung reicht. Dem war wohl nicht so. Und deshalb bin ich hingegangen und habe mir ein, ich sage jetzt mal, handelsübliches Strommessgerät geholt, was jetzt nicht geeicht ist und mir im Endeffekt, ich sage mal, grobe Stromwerte angibt. Das muss ich im Vorfeld dazugeben. Das ist nichts hundertprozentiges hier. Das ist, ist ein Schätzeisen. Aber ich sage jetzt mal, es zeigt mir im Endeffekt natürlich schon an, was ich an Verbrauch habe, ob das jetzt so hundertprozentig dann mit meiner Uhr im Keller übereinstimmt. Lasse ich jetzt mal dahingestellt, ist auch jetzt hier nicht Thema dieses Videos. Diese Uhr habe ich angeschlossen und habe das Ganze mehrere Tage und Monate oder fast einen Monat laufen lassen. Ich habe bei mir am Aquarium drei Stromkreise eingearbeitet. Einmal den Kreis für die Lampe, die hat ihren eigenen Kreis. Da blende ich euch jetzt mal eben den Maximalstromverbrauch ein, den diese Lampe hat. Rein rechnerisch dürften das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, so knapp 540 Watt sein, die diese Lampe hat. Mache ich jetzt gerade aus der Lameng raus und von der Aufnahme her hat sie 560 Watt. Laut diesen Schätzeisen. Passt also so Pi mal Daumen. Das Ganze habe ich über einen Zeitraum von 6 Tagen laufen lassen. Jetzt nehme ich mir mal eben meinen Spickzettel zur Hand. Blend euch aber auch gleichzeitig die Daten ein. Das Ganze lief 6 Tage lang und hatte in den 6 Tagen hatte ich für die Lampe allein 32,7 Kilowattstunden an Verbrauch. Die Lampe ist täglich immer gleich programmiert, also konnte ich einen, ich sage es mal, relativ kurzen Zeitraum wählen, um einen vernünftigen Wert zu kriegen. Und das macht am Tag einen gerundeten Wert von 5,45 Kilowattstunden am Tag, laut diesem Gerät. So, dann habe ich den zweiten Stromkreis, den ich, da habe ich die Pumpen dran, da habe ich meinen ersten Heizer dran, den 300 Watt Regelheizer von Eheim, Rückförderpumpe, Abschäumer, den ganzen Kladderadatsch ist in dem Kreis drin und der hat eine Minimumaufnahme, wenn er normal läuft, blende ich euch jetzt hier auch mal ein, von knapp, ich glaube 177 oder 175 Watt waren es, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, ihr seht es aber oben im Bild. Und da kann man jetzt nochmal 300 Watt drauf rechnen. Das wäre dann die Leistung für den Heizstab. Und diesen Kreis habe ich sage und schreibe 34 Tage laufen lassen. Auch in der Zeit, wo es noch relativ kühl war, um jetzt mal einen Schnitt zu bekommen, wie es im Endeffekt aussieht, wenn dann die Heizung mitarbeiten muss. Wie sieht es so ungefähr aus? Also man muss ja im Endeffekt so sehen, wenn wir Heizperiode haben, also sprich, wenn es draußen kalt ist, müssen unsere Becken ein kleines bisschen mehr beheizt werden.
Im Sommer fällt das eigentlich so gut wie flach, weil wir eigentlich da dann die Problematik haben, wie kriegen wir die Temperatur wieder runter. Ich gehe jetzt hier mal von dem Wert aus, den ich jetzt hier abgelesen habe. Auf 34 Tage sind es 145,8 Kilowattstunden. Und das macht am Tag charmante 4,28 Kilowattstunden, die dieser Kreis aufgenommen hat. So, dann habe ich aber noch meinen letzten Kreis, wo ich im Prinzip den Notheizer dran habe, beziehungsweise die Temperaturkontrolle von Aquamedic mit dem Titanheizer. Und lasst mich nicht lügen, was habe ich noch dran hängen? Ich glaube, die Kessel hängt da auch mit dran. Somit habe ich drei separate Stromkreise. Am zweiten Stromkreis habe ich übrigens auch noch meine USV mit dran hängen. Das heißt also, wenn der ausfällt oder wenn generell alle drei Stromkreise ausfallen sollten, läuft meine USV weiter. Ist aber jetzt nicht Thema der Sache. Wie gesagt, der andere Kreis hat so um die, ich glaube, 70 Watt gehabt. 70, 77 Watt blende ich euch aber jetzt auch nochmal eben ein. Und den habe ich 11 Tage laufen lassen, weil der eigentlich relativ konstant ist. Aus dem Grund, weil eigentlich mein Regelheizer, der im zweiten Kreis drin ist, eigentlich die komplette Heizleistung übernimmt. Und der Titanheizer eigentlich ein Notheizer ist für mich. Und die Lampe, die Kessel, hat auch einen fest programmierten Tagesablauf und somit kann man da auch relativ kurz messen. Habe ich auch gemacht. Das waren da dann im Endeffekt nur 11 Tage. Bei den 11 Tagen waren es 14,7 Kilowattstunden, was dann am Tag 11,336 Kilowattstunden Verbrauch macht. So, rechnen wir jetzt die 5,44, die 4,28 und die 1,336 zusammen, kommen wir auf 11,074 Kilowattstunden am Tag. Das ist eine ganze Menge Holz. Wenn wir jetzt hingehen, das Ganze übers Jahr rechnen, also sprich das Ganze mal 365, kommen wir auf 4.042,01 Kilowattstunden, die mein Becken theoretisch im Schnitt braucht im Jahr. Wie gesagt, bei den Heizperioden kann es was weniger sein, aber das ist jetzt so, ich sage jetzt mal, das gerechnete Maximum, was das Becken an Strom braucht. Und ja, jetzt kommt es natürlich im Endeffekt darauf an, was ich für einen Stromanbieter habe und was mein Stromanbieter im Endeffekt mir für einen Preis gemacht hat. Bei mir sieht es so aus, ich habe einen Preis von, lasst mich nicht lügen, wenn ihr das wollt, kann ich euch das auch gerne nochmal schriftlich geben, von 23,29 Cent, also 0,2329 Euro. Und wenn ich jetzt meine 4042 Kilowattstunden mal 305 mal dieser Cent-Angabe im Endeffekt multipliziere, dann komme ich auf einen charmanten Wert von 941 Euro nur für dieses Becken an Strom. Da ist noch nichts anderes darin. Das ist nur der reine Strom, den ich in dieses Becken pumpen muss. Wobei einerseits die Lampe natürlich extrem viel braucht. Das sind allein 50% am Strom knapp. Und der Rest geht halt für die restliche Technik drauf. Gut, jetzt habe ich da unten mein Ablegerteil mit dran. Das sind auch einiges, was da frisst. Ich habe Redundanztechnik mit eingebaut. Und. Ich habe relativ viele Pumpen eingebaut. Ob das jetzt unten im Technikbecken ist, da läuft ja auch noch eine zusätzliche Strömungspumpe, um den Ablegerteil zu befeuern. Das alles summiert sich im Endeffekt zu dieser charmanten Summe. Ich sage jetzt mal, wir rechnen jetzt mal rund von 950 Euro für diesen Reefer. Und ich denke, das ist schon eine verdammt stolze Summe und ich war eigentlich selber überrascht, dass es so viel war. Aber gut, ja, jetzt habe ich das Ergebnis. Ich habe sowieso jetzt im Endeffekt eine Erhöhung gekriegt, wo ich dann mehr zahlen soll und das natürlich auch tue. Und ihr seht, es ist im Endeffekt nicht zu unterschätzen, was so ein Becken tatsächlich an Strom braucht. Das sollte man grundsätzlich auf dem Schirm haben. Was man auch natürlich auf dem Schirm haben muss, ist dann noch zusätzlich das Wasser, was ich brauche. Es ist das Salz, es ist das Futter, es sind die Versorgungselemente beziehungsweise fürs Versorgungssystem und.
Diese ganzen Kosten summieren sich und das sind halt die laufenden Kosten, die wir grundsätzlich neben der Anschaffung von Technik, Korallen, Fischen natürlich auch nur im Auge halten sollten und müssen, damit wir das Hobby nicht nur ein Jahr betreiben können, bis der große Hammer kommt, sondern darüber hinaus. Ja, ich würde mal sagen, ich habe wieder genug gequatscht und das auch noch am Stück ohne Schnitt. Ist eigentlich ungewöhnlich in letzter Zeit für mich. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr mehr über Kosten, Nutzen etc. wissen wollt, dann schreibt es mir runter in diese Kommentare, die unten drunter sind. In der Infobox ist unter anderem auch verlinkt, was ich alles an Technik benutze. Da könnt ihr sehen, Technik, Wassertest etc. ist alles unten in der Infobox drin. Und ich würde mal sagen, das war heute mal kurz erklärt. Und wenn euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte und macht die Glocke oben an. Dann hört ihr auch wieder, wenn ich mal wieder einen raushau. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kurz erklärt oder zum Tagebucheintrag oder was anderem. In diesem Sinne, bis dahin, euer Viper. Ciao.